Bei Biotopia geht es um Kaffee und es geht um Pilze und um den Menschen. Also, Biotopia ist ja eine Fortpflanzung und die Fortpflanzung geschieht bei mir gewissermaßen räumlich. Ne? Und zwar, mein Fortpflanzungsmodus ist der Spaziergang. Es ist ja eine wilde Praxis, dass man spazieren geht. Das hat uns niemand beigebracht. Das gibt es in keinem Kodex irgendwie niedergelegt, wie man das macht. Das weiß man ja nicht so genau. Dann geht man einfach drauf los. Und das ist das Interessante am Spaziergang, dass ich bei diesem Biotopia-Projekt also gerne weiter vermitteln und retten will. Neugierde bringt dich immer etwas zu weit weg vom Weg. Aber da liegen die Geschichten. Ich bin in einer permanenten Ausklinkung begriffen. Das ist Teil meines Wesens. Ich habe hier angenistet. Ne? Das ist also für mich hier mein natürliches Habitat. Ich befinde mich in einem fortgreifenden Spaziergang die ganze Zeit. Und deswegen bin ich natürlich eigentlich längst hier ausgeklinkt. Mir geht es vielmehr um die neuartige Anklinkung. Und die vollziehe ich mit Ihnen, sehr verehrtes Publikum, und mit dir, und dir und dir. Kunst ist für mich dann produktiv, wenn sie keinen Zweck erfüllt. Es bleibt alles eine Überraschung. Erwarte das Unerwartete. Es geht ums spekulative Fabulieren. Ich habe also selber den Begriff der Vernunft längst abgelegt. Ich halte diesen Begriff für außerordentlich schädlich. Das Unvernünftige ist eigentlich aufgehoben in der Praxis des Spaziergangs. Weil ich meine, wann wäre ein Spaziergang jemals vernünftig? Der hat kein Ziel, du weißt nie, wann du ankommst, du weißt nie, wo du eigentlich hingehst. Also wir sind in einem Stadium der Postvernunft und doch treffen wir uns, meine Freunde. Myzel. Hyphen, Ausbreitung, Vernetzung, alles. Wenn da der Schädling angreift, hier, die Buche, dann erfahren das alle umstehenden Buchen über Pheromone. Das Myzel versorgt die Bäume mit Zucker und Informationen. Es muss immer unbequem sein. Es darf nie gefallen. Radikale Empathie ist sich mit allem verbinden und gucken, dass man irgendwie miteinander klarkommt und auch mal ein bisschen zuhören und nett zueinander sein. Das sagt sich immer so leicht, aber kann es ja nicht immer, weil manchmal hast du auch keinen Bock oder hast selber irgendeinen Stress. Aber da geht es schon darum, dass man ein bisschen radikal beieinander bleibt. Auch wenn man so mehr entfernt voneinander ist, beieinander bleiben. Empathisch, radikal. Die Einteilung in Arten, Taxonomie, schafft Grenzen. Das alles ist Ausartung. Es geht in dieser Performance um nichts anderes als Ausartung. Weg mit den Taxonomien, hin zum Wurm.